Moin Moin, liebes Diggerslam-Publikum, herzlich willkommen zum 37. Diggerslam, dem ersten digitalen Diggerslam. Kommen Sie rein, ja, machen Sie sich bequem, wir begehen heute was Neues, wir probieren mal was, ja, mal schauen, ob es klappt. Wir versuchen, den Diggerslam in Ihren Bildschirm reinzutragen. Denn jetzt, wo wir es uns langsam so ein bisschen bequem gemacht haben mit unseren Liebsten in unserem Wohnzimmer, das ein bisschen zu sehr wie eine Shisha-Bar aussieht, haben wir uns gedacht, da fehlt doch noch was. Da fehlt doch Poesie. Und wir sind vielleicht nicht systemrelevant, was ganz nebenbei gesagt auch ein bisschen wehtut, finde ich, dass man andauernd gesagt bekommt, dass man nicht wirklich relevant ist für das Fortbestehen des Systems. Wobei es eigentlich auch ein Lob sein könnte. Anderes Thema. Was wir aber können, das ist Poesie und Kunst und Slam. Poetry Slam. Wir haben drei großartige PoetInnen eingeladen, uns ein kleines Lebenszeichen aus der Isolation in Form eines Videos zu schicken. Diese Videos werden wir Ihnen gleich zeigen. Sie bekommen also Texte zu hören, wie bei einem richtigen Poetry Slam, nur halt ohne die Gefahr, an einem tödlichen Virus zu sterben. Im Anschluss an das Ganze können Sie dann abstimmen, welches Video Sie am liebsten mochten, welchen Poeten, welche Poetinnen Sie am liebsten mochten. Wie immer beim Poetry Slam müssen hierfür drei Regeln eingehalten werden. Regel Nummer 1, die Texte müssen selbst geschrieben sein. Ja? Also wenn hier jemand jetzt die Wörter spricht, dass er im Corona-Lockdown gelernt hat, dass er Bücher sehr gerne kauft, aber nicht so gerne liest, dann bin das ich. Corona hat mir beigebracht, dass ich nicht so schlau bin, wie ich dachte. Regel Nummer 2 und 3, keine Requisiten, keine Kostüme und es gibt ein Zeitlimit von ca. 10 Minuten. Kleiner Spoiler vorneweg, die drei haben die Regeln eingehalten. Lehnen Sie sich also einfach zurück und genießen Sie die Show. Dann jetzt geht's los. Startplatz 1. David Friedrich. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist David Friedrich. Das wurde bereits eingangs erwähnt. Davon gehe ich zumindest aus. Ich habe überhaupt kein Problem mit dieser ganzen Quarantäne, mit dem ganzen Lockdown. Ich mache mein Leben ganz normal weiter mit so klitzekleinen Änderungen. Ab und zu schlage ich sie mit meinem Kopf gegen die Wand, aber es ist eher so ein meditatives Schlagen. Dann gucke ich tatsächlich jeden Tag mindestens 2 Fitness-Workouts von Pamela Reif. Die sehen interessant aus, also sie nicht. Sie sieht aus wie ein Roboter und ist wahrscheinlich auch einer, aber ansonsten... Ich kann mir schon vorstellen, dass man es sehr einfach zu Hause auch nachmachen kann. Ja, aber wie gesagt, bei mir, ich drehe überhaupt nicht durch oder fange an, irgendwie eigenartig zu werden. Also ich spiele jetzt zwar wieder Pokémon, also nicht Pokémon Go oder so, sondern Gameboy Pokémon. Meine Frisur ist... keine Frisur auf jeden Fall, das ist einfach nur so ein Band, was ich da... Ich habe gebacken, ich backe jetzt, also meine Freundin backt und ich esse Cookies, Space Cookies, zum Frühstück schon. Das hier ist kein Pickel oder so, sondern das ist eine Wunde. Von meinem Hund, als ich mit meinem Hund am Raufen war. Also es ist ein Pickel. Ich fange an, Menschen zu vermissen, die mir so richtig auf den Sack gehen immer, die mich richtig nerven. Diese Leute vermisse ich tatsächlich. Und ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich bin kurz davor ich brauche mal wieder so einen richtigen Poetry Slam, ich könnte mal wieder einen richtigen Poetry Slam vertragen, so einen schönen, ne, mit so richtig geilen Texten, so richtig witzigen Texten, wo so jeder was zum Lachen hat. Und dann am Ende noch so eine pathetische, ernste Wendung kommt mit so einer guten Message. Vielleicht lese ich einfach so einen vor. Poetry Slam Text habe ich geschrieben
übrigens für Greenpeace. Hi Greenpeace. Falls jemand von denen zuguckt. Die haben mich mal gefragt, ob ich nicht einen Text für sie schreibe. Und ich meinte, klar, worüber soll es gehen im Text? Also worum, also was soll der Inhalt? Und dann meinte die Dame, mit der ich da Kontakt hatte, das wäre doch super witzig, wenn ich mir da was ausdenken könnte, indem ich mich so ein bisschen über Ökos lustig mache. Man sei sehr selbstironisch bei Greenpeace. Ich musste mir jetzt nicht was ausdenken eigentlich. Ich habe einfach... Hört einfach selber. Ich hatte zwei Großmütter. Die eine väterlicherseits war die Berliner Omi. Sie war aufgewachsen und geboren in Neuruppin und ist dann in Berlin gelebt und ist irgendwann in den 70er Jahren oder keine Ahnung wann mit Mann und Kindern nach München gezogen, weil Opa da Arbeit hatte und dann lebte sie halt auf einmal in Oberbayern. Aber sie blieb immer die Berliner Omi. Bei ihr gab es immer Buletten statt Fleisch, Pflanzerl. Ja, Weißwürste wurden nur zum Abendessen gegessen und den lieben Gott grüßte niemand. Warum auch? Wann will ich den jetzt grüßen? Bei ihr gab es immer Schnitzel mit Pommes oder Rouladen oder Erdbeeren mit Vanilleeis und alles in der Wohnung, wirklich alles, inklusive ihr, roch nach Kölschwasser. Meine Oma mütterlicherseits war das Gegenteil. Katholisch, bayerisch, ja grüß den nachher, voll geil wie. Vor allem war sie öko, sie war sehr, sehr doll öko. Sie war sehr, sag ich mal, ja, wie man halt ist, wenn man, sie, alles war aus Kork und aus Kort und jede Süßigkeit, jedes Weihnachtsplätzchen war aus Dinkel. Bei ihr gab es immer Gemüseauflauf mit Hirse und Grieß und alles, wirklich alles in der Wohnung, inklusive ihr selbst, roch nach Dr. Hauschka. Die Berliner Oma gab uns Kinderschokolade. Die andere hatte immer noch einen Meerkorn-Ingwer-Keks auf Tasche. Die Berliner Oma gab uns Schokobons. Die andere Sanddorn-Lutschpastillen. Aber mit Honig. Nur nicht mit normalem Honig, sondern mit Manuka-Honig. Manuka-Honig. Wer liebt ihn nicht? Er ist wie normaler Honig. Bloß weniger lecker. Zu meinem 21. Geburtstag schickte mir meine Öko-Oma ein Care-Paket nach Hamburg. Das war ein lebenslanger Vorrat an Amaranth, Quinoa-Flakes, geschroteten Leinsamen, Leinöl, Weizenkeime, Dinkel, Bulgur, Hafermilch, Flohsamenschalen, Schüsslersalz und ihrem berühmt-berüchtigten Gerstengras, Birke, Goldrute, Brennnessel, Ashwagandha-Tee. Außerdem war ein Laib Brot dabei, das sie selber gebacken hatte. Es war ein sehr gewöhnungsbedürftiges Brot, es war aber schon irgendwie auch lecker. Ich habe jeden Morgen zwei dicke Scheiben abgeschnitten und mit reichlich Butter und Käse oder Leberwurst gefrühstückt. Es war irgendwie nussig, aber auch fruchtig, aber vor allem war es trocken. Es war sehr trocken eigentlich nur, aber wie gesagt, mit Leberwurst... Es war gut. Ende der Woche rief ich meine Großmutter an, um mich zu bedanken für das Care-Paket. Ja, ja, Oma, vielen Dank für die Weizenkeime. Wirklich vielen, vielen Dank für die Weizenkeime. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll, aber doch, doch, da sind Löcher in der Wand. Und vor allem danke für das Brot, Oma. Vielen Dank für das Brot. Brot? Hieß es am anderen Ende der Leitung. Welches Brot? Sagt mir lieber, wie dir mein Kuchen geschmeckt hat. Und das beschreibt meine Oma eigentlich am besten. Wenn sie einen Kuchen gebacken hat, dann dachte die ganze Welt, das wäre ein Vollkornbrot. Meine Oma war schon vegan, da haben die Eltern der Öko-Hipster von heute noch im Kinderstuhl Nutella gelöffelt. Meine Oma hatte nicht viel Geld, aber sie ließ alles davon bei Demeter oder Alnatura. Jedes Gewürz war von Sonntor, jedes Produkt war mit Aloe Vera und sie hatte alle Ausgaben der Zeitschrift Ökotest auswendig gelernt. Sie hat sich schon gluten- und laktosefrei ernährt, da wusste man hierzulande noch nicht mal, wie man Agavendicksaft schreibt, meine Damen und Herren. Als sie herausfand, dass ich heimlich Zigaretten rauche, bestand sie auf selbstgedrehte mit American Spirit, Tabak und Aktivkohlefilter. Sie hat niemals irgendjemanden ihre Doktrin aufgezwängt. Sie hat andere nie verurteilt und ihre Art zu leben für besser gehalten. Nein, sie saß den ganzen Tag zu Hause, hörte Deutschlandfunk Kultur und trank speziell gefiltertes Wasser mit irgendwelchen Energiekristallen drin, was nur beim Mondschein abgefüllt wird. Sie hatte dadurch schon ihren Einfluss. Sie hatte ihren Einfluss. Meine Mutter wurde Heilpraktikerin, gab meinen Brüdern und mir unsere ganze Kindheit und Jugend keine richtige Medizin, niemals richtige Medizin, sondern immer nur Globuli, aber, wie meine Mutter stets zu sagen pflegte, verschiedene Globuli. Als ich 22 war, eine Sache noch,
Wir hatten auch in der ganzen Wohnung Aloe Vera Pflanzen. Also wir hatten wirklich in der ganzen Wohnung, in jedem Zimmer Aloe Vera Pflanzen, damit man sich, egal wo in der Wohnung einem was und auch egal was einem passiert ist, man konnte sich immer noch mit letzter Kraft zu einer Aloe Vera Pflanze retten, um dann kurz vor dem Ableben noch schnell ein Stück von einem Blatt abzubrechen und es auf seinen Mückenstich zu reiben. Als ich 22 war, hatte ich dann meine erste Überdosis, landete mit Herzflattern im UKE in Hamburg, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben zwei Tabletten ACC akut genommen habe. Die Ärzte wussten überhaupt nicht, was los ist, und gaben mir erstmal eine ordentliche Ladung Cortison, was dazu geführt hat, dass ich Engel gesehen habe und sehr intensiv mit ihnen gesprochen habe. Für mich war das alles neu. Wir hatten zu Hause auch kein richtig cooles Shampoo wie die anderen. Die anderen Kinder hatten irgendwie Duschgel von Axe mit Moschusduft und Head and Shoulders Shampoo, und ich stand in der Dusche vom Sportverein in der Ecke mit einer Tupperdose voller Kieselerde. Das ist wirklich so gewesen. Ich fand das irgendwie komisch, aber auch witzig, mich mit Dreck einzureiben, um mich sauber zu machen. Wir waren irgendwie ein bisschen anders. Das Kissen war gefüllt mit Kirschkernen, die Cola war keine Cola, sondern kalter Salbeitee. Der Pizzalieferant kannte unsere Adresse nicht und die Zahnpasta schmeckte salzig. Ich wollte als Kind einfach nur Leberwurst auf meinem Pausenbrot oder diese SZ-Schokoladenplatten. Ich wollte, dass mein Vater mich mit einem krassen Mercedes zur Schule fährt und nicht auf dem Gepäckträger seines Fahrrads. Und natürlich wollte ich auch ungern diesen Tigerenten-Fahrradhelm tragen. Immerhin war ich schon in der 10. Klasse. Man kann sich seine Familie halt nicht aussuchen. Als ich eingeschult wurde, hatten alle Kinder richtig coole bunte Scout-Schulranzen mit irgendwelchen Disney-Figuren oder Autos drauf. Und ich hatte einen, auch das es war, kack-beigen Schulranzen aus Hanf von Greenpeace mit Walen drauf. Und ich fand den auch ziemlich cool, zumindest eine Woche. Dann wollte ich unbedingt einen Eastpak-Rucksack und habe den Gott sei Dank auch bekommen. Denn ökologisch und nachhaltig war nie cool. Deswegen konnte man sich auch immer so gut und kann man sich immer noch so gut darüber lustig machen. Die 17-jährige Greta Thunberg wird ja in den Medien von vielen Leuten angegriffen, von noch mehr belächelt. Es ist total leicht, sich über sie aufzuregen, dass sie viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt und so, dass sie überschätzt wird. Man muss es ja nicht übertreiben. Es ist doch noch ein Kind, die hat doch keine Ahnung von reeller Politik. Die wird doch unterstützt von der Klimalobby. Wenn ich das Wort Klimalobby schon höre, dann spritzt mir die Kotze von hinten ans Zäpfchen. Ich sehe tausende, abertausende Jugendliche und Schülerinnen und Schüler auf der Straße. Und wenn die ab und zu die Schule schwänzen, dann finde ich das nicht so schlimm. Das haben wir früher auch gemacht, aber nicht um zu demonstrieren, sondern um heimlich in irgendeinem Hinterhof zu kiffen. Ich sehe, dass sich irgendwie was ändert, dass Klimaschutz und ökologisches Denken nicht mehr uncool ist. Ich sehe Ernährungstrends, die kommen und gehen, und keine Ahnung, ob Omas in 20 Jahren ihren Enkeln nur noch Vanilleeis aus Lupinen machen. Aber wenn das so ist, bin ich cool damit. Ich sehe, dass sich was in den Köpfen ändert, und das finde ich richtig cool. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem mega gut drüber lustig machen kann. David Friedrich, meine Damen und Herren. Jetzt fragen Sie sich sicher, aber Marco, wenn wir jetzt alle drei Poetinnen gesehen haben, wie stimmen wir dann überhaupt ab? Ganz einfach, hier auf Twitch. Im Anschluss an diesen Slam haben Sie bis morgen 20 Uhr die Möglichkeit, hier für Ihren Favoriten oder Ihre Favoriten abzustimmen. Der Digger Slam, also in der 37. Ausgabe, richtig basisdemokratisch, ja? Es ist fast so, als würde Corona einem die Möglichkeit geben, mal den ganzen Schmutz, den man nicht mehr braucht, rauszuschmeißen. FDP. Aber kommen wir zur zweiten Poetin. Sie ist eine alte Freundin des Digger Slams. Ich freue mich sehr, Sie jetzt auch digital begrüßen zu können. Bitte öffnen Sie Ihre Herzen für Mona Harry. Ja, moin, liebes Digger Slam Publikum. Es ist eigentlich ziemlich absurd. Ich war so lange nicht mehr bei euch in der tatsächlichen Location. Ja, aber jetzt darf ich online dabei sein. Das ist ja auch schon mal was. Ich mache zwei Texte. Wir haben ja heute ungefähr 10 Minuten Zeit. Und der erste Text ist eigentlich einer, der sehr gut in diese Jahreszeit passt. Und es ist eigentlich auch einer, wenn man darüber nachdenkt, der auch ganz gut in die Quarantänezeit passt, weil es um eins der wenigen Dinge geht, die man noch machen darf, nämlich Fahrradfahren draußen. Ist wahrscheinlich auch die einzige Urlaubsmöglichkeit, die wir diesen Sommer alle haben werden, draußen irgendwie Fahrradfahren. So, und ja, der folgende Text entstand nach einer sehr langen Radtour, die ich mit einem sehr guten Freund zusammen gemacht habe. Wir sind irgendwie 2 Wochen lang jeden Tag zwischen 100 und 200 Kilometer Rad gefahren. Und es war wahnsinnig anstrengend und schmerzhaft an Stellen, wo man das nicht möchte. Und ich hatte vor der Tour sehr große Angst, weil ich sehr schlecht trainiert war. Mein Kumpel war sehr, sehr gut trainiert. Ja, deswegen wollte ich eigentlich absagen. Aber ich konnte nicht absagen, weil es ganz ursprünglich meine Idee war.
Und dann habe ich mich so gefragt, warum? Warum tut man das? Und warum denkt man im Nachhinein dann, ah, es war doch super, das machen wir auf jeden Fall wieder? Und als Antwortversuch ist darauf der folgende Text entstanden. Und der beginnt in einem norddeutschen Frühsommer im leichten Nieselregen. Man merkt daran, den habe ich vor ein paar Jahren geschrieben, den Text, da gab es noch Nieselregen im Frühsommer. Inzwischen haben wir ja keinen Nieselregen mehr. Wie auch immer. Also er beginnt in einem grauen Tag und im Alltag und der Text geht so. Wenn wie geplatzte Perlenketten ganze Armeen von Regentropfen aus allen Wolkenbetten fallen und mit behaglicher Beharrlichkeit an ungeputzte Fenster klopfen. Wenn Wolken so triefend und tief vom Himmel hängen wie die Lefzen einer alten Bulldogge mit erhöhtem Speichelfluss, sodass man stark bezweifeln muss, dass Sommer und Sonne auch nur irgendwie unter Umständen im weitesten Sinn des Wortes gelegentlich vielleicht doch etwas miteinander zu tun haben könnten. Wenn Gedanken körnig werden wie Raufasertapete, Alltag so trocken wie Reden über Bausparverträge, verlaufe ich mich in Bürokratiegebirgen und komme nicht zur Ruhe. Ein ermüdender Kreislauf, ein Zyklus im Rhythmus von Warteschleifenmusik, decke ich mich mit To-Do-Listen zu. Und dann sagen die Leute immer, man müsse sich Freiräume einräumen. Doch eingeräumte Räume neigen im Allgemeinen nicht zum Freisein. Nein, sie beschneiden gemeinhin den Freisein. Und ich will keine Räume. Ich will raus, denn in mir schlägt etwas einen unreinen Takt, wie ein Metronom mit Defekt, das mal die Frequenz erhöht und mal fast gänzlich aussetzt. Doch wenn sich die Rhythmik wieder mit erhöhter Schlagfrequenz regt, dann höre ich ihn wieder, meinen inneren Windböen Beat, der mir von draußen, vom Ausreißen, von ausschweifenden Reisen und von Sommer erzählt. Und auf viel zu weichem Sofakissen verharrend, habe ich mir einen Anflug von Sommersehnsucht eingefangen, denn wenn Regenschleier meine Miene bedecken, wird es höchste Zeit, um wieder den Kopf in den Sand in Nordseestranddünen zu stecken. Und ich sage, Regen ist doch auch nur Badesee auf dem Weg zum Boden der Tatsachen. Und Wind auch bloß Himmel, der sich verlaufen hat. Komm, lass uns rausgehen. Ich hab diesen tristen Grauton so satt. Lass uns Augenringe mit Sonnenbrand füllen. Überfitzte Köpfe im Gegenwind kühlen. Lass uns Glühwürmchen fangen, nur um zu sehen, ob sie auch am Strand bei Meeresleuchten weiterglühen. Ich will im weichwiegenden Seegang seetangene Knöchel fühlen. Übermut und in trüber Flut nachts nackt baden, Sand in den Schuhen und Wind um die Nasen. Lass uns Mücken verprügeln und Erdbeeren schlachten. Unter triefendem Himmel im Feld übernachten. Wenn mich der Übermut packt und am Schlawittchen auf die sieben Berge zieht, dann will ich einen Ohrwurm in der Nase, damit es für immer nach Sommerregen riecht. Ich will Sturm und Gegenwind. Kannst du spüren, dass wir am Leben sind. Lass uns Leistungsgrenzen finden, nur um uns ein Stück darüber hinaus zu begeben. Immer im verwegenen Bestreben, sich zum Schweben in den Gegenwind zu legen, sagte ich. Und du sagtest, okay. Und so zogen wir los. Und wir lagen auf zu hartem Zeltboden und konnten nicht schlafen. Ein Bett im Kornfeld war nicht frei, weil dort bereits Armeen von Ameisen saßen. Unser Blut konnte mächtige Mengen von Mücken beglücken. Und man sollte nie unterschätzen, wie verletzend das Entsetzen letzten Endes sein kann, sich beim Verzehren von Resten des von recht gehetzten Wespen zu setzen. Wir bekamen Sonnenbrand und uns in die Haare, versanken im Regen, verstanden die Reden des anderen stets falsch, fielen auf unebenen Wegen, auf harten Asphalt. Und als wir endlich am Strand ankamen, war, was wir sahen, ein behaarter alter Mann, der neckisch im Bad Tanga tanzt, dessen Haare praller Wand sich in der Abendsonne spannt, während ich Badegäste wankte, die sich wie Walfisch Speck am Strand zu ranzigen Fleischbergen zu stapeln begannen. Und wenn man beim Nachtbaden 70-jährigen Nudisten begegnet, die sich gerade lüstern durchkneten, dann ist das wie barfuß auf Nacktschnecken zu treten. Merke. An Leistungsgrenzen gehen, bis es weh tut. Tut weh. Und Tag für Tag habe ich diesen verdammten Gegenwind verflucht, weil man zwischen Erschöpfung und Qual nun mal vergeblich zu schweben versucht. Und so ersehnte ich stets den Tag, an dem ich wieder in warmen Räumen hinter dichten Fensterscheiben saß. Doch immer, wenn ich dann wirklich wieder auf viel zu weichen Sofakissen sitze, sehne ich mich zurück auf die staubigen Straßen in die sengende Hitze. Dann will ich am liebsten gleich wieder los. Erscheint mir im Rückblick wieder alles weich rosarot, denn in mir schlägt in einem unreinen Takt eine Ungeduld. Nach unterwegs sein, ein unentwegt, ein innerer Windböenbeat zieht mich wieder nach draußen, denn ich brauche diesen Widerstand. Ich brauche das Spiel im Gegenwind, wenn man erst an den Grenzen des zu viel sich selbst wirklich zu spüren beginnt, kann es uns fühlen, dass wir am Leben sind, immer im verwegenen Bestreben, sich zum Schweben in den Gegenwind zu legen.
Dankeschön. Das war der erste Text. Das ist ganz seltsam. Man sagt immer hinterher Dankeschön, wenn man das so gewohnt ist, damit das Publikum weiß, dass der Text jetzt zu Ende ist und eine Reaktion machen kann. Aber ihr könnt ja, gut, ihr könnt eine Reaktion machen, ich höre sie nur nicht. Ja, trotzdem sehr schön, dass ihr zuhört. Ja, ich komme zum zweiten Text. Ich habe schon gesagt, ich mache zwei Texte in diesen 10 Minuten. Und der Text passt eigentlich so gar nicht gut in diese Lage oder diese Situation, weil wir ja gerade eine Kontaktsperre haben. Das heißt, wir haben wenig zwischenmenschlichen Kontakt, so gerade, dass man so Fremde kennenlernt, das gerade einfach nicht so richtig häufig, zumindest nicht in Real Life. Und dieser Text geht eigentlich gerade um dieses Miteinander, Zueinander, sich kennenlernen und vor allem darum, Vorurteile vielleicht zu haben. Häufig ist das so, dass man Menschen kennenlernt, zum Beispiel super coole Slammer in super coolen Backstage-Räumen und dann steht man da und denkt so, um Gottes Willen, die sind alle so viel cooler als ich und die werden sofort merken, dass die viel cooler sind als ich und oh mein Gott, bin ich verkrampft, oh Gott, bin ich steif, oh Gott, ich habe überhaupt nichts zu erzählen, ich bin wahnsinnig langweilig, die werden sofort sehen, dass ich wirklich wahnsinnig langweilig bin und dann ist man total verkrampft und macht sich vielleicht größer, um sich nicht ganz so klein zu fühlen und ja, dann verkrampft sich vielleicht etwas gegenüber, man weiß gar nicht, was man sagen soll und irgendwann, viel später, reden man dann mal mit Menschen darüber und stellt fest, ach, witzig, das Gegenüber war auch verunsichert und dann denkt man so, boah, wie viel zwischenmenschliche Sachen funktionieren eigentlich auf dieser Welt nicht, weil man so schon mit Vorurteilen in das Gespräch reingeht und schon wenn es nur Vorurteile sind, dass der andere Vorurteile einem gegenüber, wie auch immer, komplizierte Sache. Ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht und den folgenden Text geschrieben. Also, bei Zeiten unvermeidlich meinen Menschen das eine und sagen das ganz andere. Wabernd erscheinende Aussagen durch Wandern, Wandelhallen vollgestellt mit Vorurteilen. Wahrnehmungsweisende, wahllos erscheinende Kommunikationsentgleisungen. Den Wald erreiche ich vor lauter Zäune nicht und ich verlaufe mich bei Zeiten im Vorurteile teilen. Vorurteile, also Urteile zeitlich vor Urteile mitgeteilt oder vor Teilen von Uhren, das böte dann auch den Vorteil, dass man Urteile vorrätig hätte, wenn die Zeit aufgrund eines defekten Getriebes am Handgelenk stehen bliebe. Vorurteile im Zuhören klingen bei Zeiten so. Sie denkt jetzt ganz sicher und er meint jetzt ganz sicher und das ist sicherlich als Vorwurf gemeint. Da sieht man sich dann bei Zeichen, Anzeichen von einem von Vorurteilen leiten lassen abzeichnen. Typisch ist übrigens ein übliches Wort, das man beim Vorurteile mitteilt, ein Indikator. Typisch Säbelzahntiger, typisch für solche Leute, typisch Poetry Slammer, typisch für Frauen in deinem Alter, typisch für Busfahrer, typisch für hab ich doch gesagt, sage. Typisch fürs Dinge in Schubladen versenken, typisch ist für Menschen in Vorurteilen zu denken, typisch für Menschheit das Wort typisch zu nehmen und typisch für Menschen von typisch Menschheit zu reden. Typisch. Für mich ist es überaus üblich, mich fast unermüdlich in zweifelreichen Zweifeln zu zeigen. Typisch. Ich vorurteile mich und mein übliches Urteil. Nun, ich neige mich bei Zeiten in die Schublade, der einen Angriff erwarte, einzuteilen. Und das ist typisch, dass du das jetzt sagst. Ist typisch Vorurteil. Meine Vorurteile verurteilen dich, vor Verurteilen zu sein. Und ich ordne dich in die Schublade der Angreifer ein, denn du siehst selbstbewusst und dadurch potenziell gefährlich aus. Und alle Zweifel meines Kopfes spenden allem Bösen, was du sagen könntest. Schon im Vorhinein frenetischen Applaus. Denn unvermeidlich ergreifen mich bei Zeiten reichlich feindliche, geistig begleitende, schleichende, schleimige, vermeintlich auch peinliche, zweifelreiche Tentakel aus Unsicherheiten. Und die ziehen mich unter Wasser, wo sie mir den Atem rauben und mich nicht entkommen lassen. Und was bleibt, ist dann die immer gleiche beißende Frage, bin ich genug, 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 genug? Genug, lass uns darüber reden, denn ich glaube, alle unsere Köpfe sind von Vorurteilen umgeben. Und sind wir ehrlich, Vorurteile teilen, das erleichtert auch das Leben. Man muss nicht immer alles überdenken, wenn einen Vorurteile vorbereiten. Wenn beispielsweise einer schreiend mit einer Axt in meine Richtung rennt und ich dann völlig vorurteilsbeladen auch direkt zur Seite springe, dann könnte man das bei Zeiten wohl als vorurteilhaft bezeichnen. Doch Vorurteile können auch selbst die Wahrnehmung gestalten. Und dann ist nicht immer alles wahr, was wir so für die Wahrheit halten. Denn jeder Mensch sieht diese Welt durch eine Scheibe. Ein Schleier aus Gewohnheit, das ist, was ich damit meine. Und wie man diese Welt dann sieht, das ist nur eine mögliche Version. Und die entstammt dann der Erfahrung und der Interpretation.
Und Deutungsmustertapeten bekleben Schädelstirn, Innenseiten. Schubladen, Kisten, Kästen und Ikea-Regale. Kategorieübersichten und keine offenen Fragen. Wir streben, außerordentlich aufgeräumt, der Ordnungspflicht verpflichtet zu leben. Und egal, wo wir gerade stehen, wir sind von Ordnung umgeben. Und die lernen wir schon als Kind, die lernen wir in der Schule, die lernen wir auch von Oma, und die lernen wir am Computer, die lernen wir in Witzen, die lernen wir in Liedern, die lernen wir aus Erfahrung und bestätigen sie wieder. Und weil Vorurteilordnungen die Wahrnehmung gestalten und nicht immer alles wahr ist, was wir so für die Wahrheit halten, sollten wir uns manchmal fragen, wo das, was wir so sagen, eigentlich entspringt und ob manche unserer Meinungen nicht eigentlich nur Vorurteile sind und mancher Eindruck einfach Schein und vielleicht vorverurteile ich dich zu Unrecht, selbstzweifelfrei zu sein. Und dann einfach mal für einen Augenblick lang eine Welt in Erwägung ziehen, in der niemand versucht, aus eigener Unsicherheit das Gegenüber klein zu machen. In der wir jeden Menschen wie den Einzelfall behandeln, der er oder sie zweifellos ist, und nicht danach, was für Erfahrungen wir mit jemandem ganz anderem gemacht hatten, der zufällig ähnlich aussah. Lass uns nicht Vorurteile teilen, sondern die Vorteile vom Teilen begreifen. Lass uns unsere Zweifel zeigen und vielleicht zusammenschweigen. Statt bei Vorurteilen zu verweilen, lass uns lieber Uhren teilen. Denn eine Uhr zu teilen, das heißt gemeinsame Zeit. Und wenn ich dich jetzt so ansehe, wer weiß, vielleicht sind wir dafür bereit. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit jetzt abgelaufen ist und so weiter. Normalerweise sagt man Danke und geht dann weg. Also danke. Schönen Slam noch. Grüße an Marco. Und überhaupt an euch alle. Tschüss. Mona Harry, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Poeten. Wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn man Spaß hat. Für Sie, Fabian Navarro. Hallo, lieber Digga Slam. Mein Name ist Fabian Navarro und ich darf heute ebenfalls zwei Texte vortragen. Und mein erster Text handelt davon, dass wenn man als junger Mann Probleme hat, dann gibt es im Internet sehr viele Möglichkeiten, sich dieser Probleme anzunehmen. Und ich habe das gemacht und habe relativ lange recherchiert, was man machen kann, wenn man als junger Mensch Probleme hat. Und man landet dann sehr schnell auf Seiten von so Internet-Coaches. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so meistens so, es gibt so einen Kanal, der heißt Männlichkeit stärken. Das sind so zwei Dudes mit so zurückgegelten Haaren, die einem dann erklären, wie man Frauen rumkriegt, obwohl sie es nicht wollen. Und das ist meistens einfach nur eine Anleitung zur Nötigung. Und wenn man dann weiter dickt noch in diesem Feld, dann gerät man schnell auf so Kollegas Alpha-Programm, wo man 2000 Euro monatlich dafür bezahlt, dass man mit einem frauenfeindlichen Rapper skypt. Und ich dachte, hey, warum gibt es nicht irgendwie Content, der cool ist und der zeigt, wie junge Männer mit ihren Gefühlen umgehen können? Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte selbst ein YouTube-Tutorial schreiben, in dem ja sowas vermittelt wird. Allerdings habe ich vorher diese ganzen Coaching-Videos gesehen und das hat dazu geführt, dass der Text jetzt so klingt, wie er klingt. Und er trägt den Titel Wine. Hast du manchmal das Gefühl, im Stillen einer kalten Nacht, dass du beim besten Willen nicht zu all den anderen Gestalten passt? Bist du auf der Suche nach deiner geballten Kraft? Hast du es satt, dass man dir sagt, wie du dich zu verhalten hast? Dann hör mir zu. Ich war selbst einmal wie du. Aber jetzt bin ich wie ich und bis jetzt bist du das nicht. Aber mit diesem Programm wirst du zu einem Mann oder zu einer Frau. Egal welches Gender, ich bin da nicht genau. Ich zeig dir in diesem Video, was für ein Leiden du hast. Klick auf den Link in der Bio und ich zeige dir was. Überweis mit 2000 Euro, die sind gut investiert. Und nach 1, 2, 3 Klicks bist du auch schon bei mir. Und du sagst, hey, warum sollte ich einem x-beliebigen Dude im Internet 2000 Euro überweisen? Der verspricht, mein Leben mit ein paar viel zu einfachen Tricks verändern zu können, ohne dass er weiß, in welcher sozialen, psychischen oder ökonomischen Situation ich mich befinde. Gute Frage. Aber die Frage ist nicht, ob du dir das leisten kannst. Die Frage ist, ob du dir das leisten kannst. Ich meine, in der heutigen Zeit, da kämpft nicht jeder einen gleichen Kampf. Du bist ganz schön bedroht, wenn dein Mindset nicht growt. Eine Frage. Können diese Augen und 2 Millionen Follower lügen? Die Antwort ist ja, natürlich. Und deshalb will ich nicht so sein und lade dich ein. Willkommen in der Familie und willkommen bei Wine. Schnitt. Eine glückliche Familie auf einer Wiese. Die Kinder lachen, die Eltern halten sich an den Händen. Das Gras ist so grün, man möchte darin versinken. Die Sonne senkt sich bereits gen Horizont und lässt die Schatten länger werden. Eines der Kinder läuft voraus, immer schneller, die Haare wehen ihm ins Gesicht, die Schmetterlinge tanzen ringsherum und dann BAM! In Schwarz, Weiß und Zeitlupe sinkt der kleine Körper zu Boden. Hingefallen. Das Kind hält sich das Knie und weint. Schnitt. Eine Sportlerin reißt sich resigniert die Startnummer vom Trikot, setzt sich auf die Zielgerade und weint. Schnitt. Eine Trauergesellschaft. Man steht um das Grab und weint. Schnitt.
Ein Koch bearbeitet Kräuter mit einem Messer, bis er sich schnitt, weint, wenn der Druck so unermesslich scheint, dass man unter ihm zerbricht. Eine Wunde muss nicht außen sein, damit sie wirklich sticht, wenn nur Problem an Problem sich reiht und keine Lösung scheint in Sicht. Dann geh drauf zu und lass dich ein und spürst in deinem Gesicht, spür die Hitze deiner Wangen, wie sie lodern, wie sie glühen, dass dir von heißen Kullertränen deine Augenwinkel spülen, Myriaden Tröpfchen schimmern, deine Atmung schnappt jetzt merklich, ein Schrei erwächst aus Wimmern und dein Gesicht verzerrt sich, bis sich ein glitzernder Sturzbach mit dem anderen vereint, man auf dich schaut und sagt, ja, pff, der weint. Nenn es Heulen, nenn es Jammern, nenn es Flennen, Jaulen, Schluchzen, lass einfach alles raus, ohne Taschentuch benutzen. Niemand wird mehr fragen, ob das der gottverdammte Regen ist, denn nur wer weint, kann wirklich spüren, dass er wirklich noch am Leben ist. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, musst du nicht gleich liegen bleiben, stoße dir den Zeh oder übe dich im Zwiebelschneiden. Und bist du dann verletzt oder fühlst du dich einfach einsam, dann komm in meine Arme und wir weinen gemeinsam. Wenn jemand sagt, nimm Haltung ein, dann krümm ich mich am Boden, steck das Gesicht in meine Hände und fühle mich verloren. Du sagst, du weinst nur beim Fußball? Ich weine selbst beim Minigolf. Du hältst mich für einen Loser, doch ich finde das ziemlich toll. Denn das Weinen ist ein kathartischer Prozess. Und ich weine, 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 weine im Exzess. Weh, weh, weh. Denn ich habe Emotionen, mir ist nur wenig egal. Es schießt wie Munition aus meinem Tränenkanal. Der Schlosshund, mein Krafttier, ich jaule wie er. Schau meinen Kopf und muss heulen, weil ich gern trauriger wär. Komm, schwimm bei mir vorbei. Ich cry dir einen River und schüttel mich dabei. Man nennt mich Dr. Bibber. Heute feuchte rote Wangen. Früher war ich ein blasses Wesen. Immer Tränen unter den Augen, als wäre ich im Knast gewesen. Sieh mich Weingummi essen, wie ich an mein Leid und Entsetzen, all den Zweifel und Schrecken allein beim Weinen vergesse. Ob in der Dusche oder auf dem Klodeckel, in einem Car2Go oder dem Bürosessel. Ob als Bäuerin oder Bauer, ob es Freude oder Trauer. Ob heute oder morgen, ob in Elend oder Sorge, ob in Tokio oder Mailand, in Litauen oder Taiwan, in Wien, Hamburg, München oder Kiel. Weinen kannst du überall, denn weinen ist mobil. Erst wenn die letzte Beziehung gescheitert, das letzte Haustier gestorben, die letzten Freunde nach Neuseeland ausgewandert sind, werdet ihr erkennen, dass Tränen keine Probleme lösen. Sie sind salzig und brennen auf der Haut. Aber sie sind meistens die einzigen Freunde, die wir haben in einer Welt, der wir viel zu häufig hilflos gegenüberstehen. Und so erträgt man danach dem Leben seinen Lauf. Ich öffne die Augen und löse euch in Tränen auf. Buche noch heute das Paket Heulsuse Premium und erhalte ein Taschentuch mit deinem persönlich bestickten Monogramm nur bei Wine. Mein zweiter Text handelt auch von Problemen. Und es ist ein bisschen anders. Ich möchte diesmal positiv an die Sache rangehen und ich möchte das positiv formulieren. Das heißt, ich habe nicht eine schmerzhafte Trennungsphase hinter mir, sondern mir wurde die Möglichkeit gegeben, das Feld Online-Dating neu für mich zu entdecken. Und davon handelt dieser Text. Wenn Tau nicht mehr zu raureif wird, es draußen kaum auf Autos friert, Bienen an den Knospen knabbern, auf den Wiesen Beats aus Bluetooth-Boxen ballern und durch die grauen Wolken sticht ein heller Kranz aus goldenem Licht die Luft. So frisch, so rein, so klar, so circa Ende Januar, dann ist das ein Zeichen für die Klimakrise und den Frühling. Und während Gemüter sich verlegen, aus der Düsternis erheben, sich mit guten Vorsätzen im Fitnessstudio Frühsport vergnügt und frisch bewegen, da gibt es einen, der dich mitmacht. Ein gallisches Dorf der Schwermut. Und dieses Elend bin ich, ja, ich bewege mich nicht. Hab Tag für Tag für Tag für Tag ewig in meinem Bett gelegen. Ein Teller Stapel auf dem Boden, an dem irgendwelche Reste kleben. Die Vorhänge zu und Serien im Loop. Bis Netflix mich fragt, Digi, geht's dir noch gut? Der Freundeskreis verreist. Oder gerade am Hochzeitplanen. Ja, natürlich möchte ich ein Bild von deinem Sohn und deiner Tochter haben. Da kriege ich einen Krampf in der Brust, liege da mit rasendem Verstand und meiner Angst vor Verlust, denn ich bin einsam. Denn ich bin einsam. Denn ich bin einsam, 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 einsam. So einsam, dass es mir an Herz und meine Nieren geht. Ich werde seltener gedrückt, als Türen auf den Zehen steht. Wenn diese Einsamkeit kickt, ja, dann streichele ich meinen Kater, doch er haut mir seinen Schweif ins Gesicht. Mein Lieferdienst erkennt mich, bin der fleißigste Kunde, emotional stabil wie ein Jenga-Turm nach der 30. Runde. Ich verzehr mich so nach Nähe, doch wer will mich schon haben? Ich bin wie ein Schwarz-Weiß-Film in noch tristeren Farben. Wenn es doch eine Sache gäbe, die es mir ermöglichen würde, Menschen auf einem rein oberflächlichen Level kennenzulernen und zu bewerten, aber nicht zu viel kennenzulernen, um dann in Momenten, in denen ich mich dazu bereit fühle, die Person zu treffen und zu entscheiden, wie nah ich sie mich heranlassen möchte, in der Hoffnung, dass auch sie einsam und auf der Suche nach etwas menschlicher Nähe und oder körperlicher Nähe ist. Die erste Stunde Tinder ist ein Rausch. Es fliegen Bilder im Kaskaden über den Bildschirm im Nu. Kriege von den Gesichtern und Körpern schlicht nicht genug. Hey, du bist cool, du bist schön, ich finde dich interessant. Gottverdammt, warum hast du da ein Gewehr in der Hand? Also das ist ein wirkliches Problem in Österreich. In Österreich hat man sehr viele Menschen auf Datingprofilen mit Gewehren in der Hand. Es ist ein Problem. So ein kreativer Spruch.
Den habe ich wirklich so noch nie gelesen. Wirklich so noch nie gelesen. Wirklich so noch nie gelesen. Wirklich so noch nie. Wirklich? Wenn du was Undefiniertes suchst, dann schau dir meinen Bizeps an. Ich weiß nicht, was ich will, aber dein Profil, das zieht mich an. Wenn ich dich in Bestzeit nach rechts swipe, einen echt netten Text schreibe, dann sei dir sicher, dass kein Bild, das ich schicke, ein Teil meines Geschlechts zeigt. Wenn du sagst, nein, vielen Dank, dann habe ich's gecheckt. Das hier sind nur gute Vibes. Das ist Flirten mit Respekt. Dann etwas später, das erste Treffen. Meine Hände sind schwitzig, mein Atem leicht zittrig, ich fühle mich wie 14, etwas weniger picklig, im dämmerigen Licht trifft, mein ängstlicher Blick dich, doch ich merke, es gibt nichts, wovor es sich zu fürchten lohnt, denn wir mögen die gleichen Sachen, reisen und lachen. Seelenverwandtschaft. Und wir reden und lachen. Der Aperolspiegel steigt, die Eiswürfel knacken, die Welt verschwimmt um uns zwei. Ein letzter Kuss am Abend oder am Morgen danach. Doch mit jedem Schlossfall wird klar, wie flüchtig Geborgenheit war. Es folgen Strudel aus Begegnungen, die sich ähneln, niemals gleichen. Und mit jedem Drehen wächst Erkenntnis, das wird mir hier niemals reichen. Schon nach dem dritten Mal habe ich mir jedes Wort zurechtgelegt und weiß nicht, bin ich auf einem Date oder einem Vorstellungsgespräch. Ja, hallo, mein Name ist Fabio Navarro. Ich mache eine schwierige Phase durch, was meine größten Stärken sind. Ach ja, ich habe eine blühende Fantasie, bin kommunikativ, kann im Badezimmer weinen, ohne dass es jemand mitbekommt, und Microsoft Office. So oft Hände ineinander greifen oder Lippen sich berühren, nach einer Zeit wird es Routine, ohne wirklich viel zu spüren, doch nach einer Zeit lässt dieser Strudel nach, wird zum Strom und dann zum Bächlein, wird zum Rinnsal und versiegt, und als mein Körper waagerecht unter meiner Decke liegt, wird mir klar, ich bin kein Puzzle, das man durch Teile komplettiert, ich muss mir erst allein genügen, bis aus all dem etwas wird, sollen die Vögel draußen singen, ein Gegenpart ist keine Pflicht. Ich glaube, ich lerne gerade, wie man alleine und nicht einsam ist. Fabian Navarro, meine Damen und Herren. Und damit haben wir alle drei Beiträge. Jetzt liegt es an Ihnen. Entscheiden Sie, wer heute Abend gewonnen hat. Wer hat Sie am meisten überzeugt? Im Anschluss an dieses Video sollte es eine Abstimmfunktion irgendwo hier auf der Seite geben. Sollte sich von selbst erklären. Aber bevor Sie gehen, ich weiß, es nervt ein bisschen, was gerade jeder macht, würden wir um eine Spende bitten. Zu meiner Verteidigung, ich habe auch schon um Spenden gebeten, bevor es cool war. Ich habe heute zwei kleine Empfänger für Sie. Der erste wäre das Bracula. Das Bracula ist wie alle anderen Kunsteinrichtungen auch getroffen vom Virus. Wenn Sie also für Kultur in Bramfeld spenden möchten, dann können Sie das sicher auch auf dieser Website hier irgendwo. Der zweite ist ProAsyl. ProAsyl, kennen Sie, ist unser Lieblingsspendenziel, kümmert sich um diejenigen, die vom Virus mit am härtesten getroffen sind, die nicht die Möglichkeit haben, sich in ihr Wohnzimmer zu verkriechen und lustige Videos fürs Internet zu machen. ProAsyl setzt sich für die Rechte Geflüchteter ein und ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Geld zusammenbekommen würden. Allgemein freue ich mich aber, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir wieder den Weg zueinander finden würden, wenn das alles hier vorbei ist. Erstmal aber morgen 20 Uhr. Da dann die Auflösung, wer den Diggerslam gewonnen hat. Vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Abend Ihnen noch.